Herzlich willkommen zu dieser neuen Streaming-Serie. Heute zeige ich euch die normalen Einstellungen, damit ihr auch gleich losstreamen könnt. Und so erweiterte Sachen wie Chat einblenden, das kommt dann beim nächsten Mal. Ihr braucht auf jeden Fall erst einmal einen YouTube-Account, am besten bestätigt. Und ihr braucht OBS. Ich verwende die Version 17.0. Aber fangen wir jetzt erstmal mit den YouTube-Einstellungen an. Geht hier auf Videomanager. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann ist da oben Videomanager. Und hier auf Livestreaming gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau so aussieht. Wenn nicht, dann geht einfach auf Jetzt streamen. Events braucht ihr nicht. Hier könnt ihr den Titel eingeben. Hier könnt ihr die Beschreibung machen. Hier wählt ihr einfach die Kategorie. Hier könnt ihr das Spiel eingeben, wie das heißt. Dann könnt ihr hier so einstellen, wie das ist. Wenn ihr eine langsamere Internetverbindung habt, geht auf normale Latenz, da ist eine Verzögerung zwar drin, also zwischen den Zuschauern und dir. So um die eine Minute dürfte es dann sein. Aber es laggt dann nicht für die. Und wenn du eine schnelle Internetverbindung hast, kannst du auf die niedrige Latenz gehen. Dann sehen die Leute das schneller. Also fast in Echtzeit. Hier kannst du noch Infokarten schreiben, wo du einfach irgendwas verlinkst. Nicht wie bei normalen Videos. Und das war eigentlich auch alles. Wie man jetzt Chats einblendet, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann alles habt, alles eingestellt habt, wie ihr wollt, dann geht hier auf Anzeigen, kopiert den Code, der da kommt. Aber niemandem es zeigen, deswegen zeige ich es euch auch euch jetzt nicht. Ihr müsst einfach auf Anzeigen kopieren gehen, weil sonst kann er nämlich mit seinem OBS oder was anderem kann er dann auf dem Account von dir streamen. Willst ja nicht. Und deswegen geh einfach auf Anzeigen, kopier's. Fertig. Und dann sehen wir uns jetzt gleich in OBS wieder. Dann sind wir auch schon in OBS 17.0.2. So. Ich habe hier mal ein Bild eingefügt, so einfach so als kleines Beispiel, damit ihr das seht, weil ich streame ja jetzt eh nichts. Und was ihr als allererstes macht, ist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hier eine Szene machen. Hier, ich habe zum Beispiel hier meine Dings-Szene mit meinem Wiederaufnahmegerät in der Browser-Source und alles. Hier habe ich hier mal ein Bild eingefügt. Was der Rest macht und sowas kommt noch. Ihr könnt hier alle möglichen Szenen machen, wie zum Beispiel hier Videoaufnahmegerät, damit könnt ihr eure Capture Card nehmen. Fensteraufnahme, zum Beispiel Bildschirmaufnahme, Spielaufnahme, alles mögliche, auf was ihr gerade braucht. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr hier unter Mikrofon geht ihr auf Filter. Dann könnt ihr, habt ihr hier Wahl zwischen drei Filtern, der Rauschunterdrückung, Noise Gate, also immer wenn ihr nichts sagt, dass das Mikrofon dann ausgeschaltet wird. Und Gain, dass ihr euch einfach lauter macht, als ihr da eigentlich seid. Ihr könnt ihr dann noch mit diesen zwei Reglern einstellen, was wie laut ist, also wie laut das Mikrofon ist und wie laut das Desktop-Audio ist. Und dann wären wir eigentlich auch hier mit den Einstellungen da. Jetzt geht ihr hier unten auf Einstellungen. Allgemein könnt ihr einfach alles so lassen, wie das ist. Unter Stream gibt ihr hier Typ Streaming-Plattform. Und dann nehmt ihr einfach YouTube Gaming, wenn ihr auf YouTube streamen wollt. Dann den Rest könnt ihr so lassen und hier Stream-Schlüssel. Könnt ihr einfach das hier rauslöschen, was davor steht, und das hier einfügen. Ihr könnt es auch hier anzeigen lassen, aber ich werde es mal nicht machen. Ja, dann geht ihr hier auf Ausgabe. Und dann geht ihr hier, das ist eigentlich bei euch einfach, ihr geht einfach auf Erweitert. Und bei Streamen könnt ihr hier alles erstmal lassen. Hier könnt ihr Ausgabe umskalieren, also dass es weniger skaliert ist. Ich würde euch raten, auf 720p zu streamen. Ja, also 1280x720, weil der Rest drüber, den merkt man eh nicht. Dann, das könnt ihr auch lassen, die Bitrate müsst ihr kurz bei dem Test machen, auf einer Website oder irgendwo anders. Und da schaut ihr, welche Upload-Rate euer Internet hat. Meine hat jetzt zum Beispiel so 20.000, wenn es ausgelastet ist. Das können wir jetzt mal so als Anhaltspunkt nehmen. Und davon nehmt ihr dann immer ein Viertel. Und 20... Ein Viertel von 20 ist 5, also wenn ihr zum Beispiel eine Upload-Rate von 20 habt, nehmt ihr eine Bitrate von 5000. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 10.000 habt, dann nehmt ihr 2500. Ja, könnt ihr frei entscheiden, was ihr da nehmt. Dann geht's weiter, hier ist dann sonst nichts mehr eingestellt. Hier würde ich noch sagen, wenn euer Rechner gut ist,
Siehst du, mehr kannst du nach unten. Ich würde immer sagen, zwischen Superfast und Fast zu sein irgendwie. Weil Ultrafast sieht richtig hässlich aus. Und Placebo, Very Slow und sowas ist halt sehr, sehr schwer für den Computer. Also ihr braucht schon NASA-Rechner, damit das gut funktioniert. Und so viel bringt es dann euch auch nicht. Dann wären wir hier fertig bei Streamen. Dann geht ihr auf Aufnehmen. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Und Audio würde ich eine Bitrate immer 192 oder 224 nehmen. Alles drüber oder drunter macht halt keinen Sinn. Und habt ihr hier alles eingestellt. Dann gehen wir hier zu Audio. Das ist halt nochmal für alles andere aufnehmen. Und ja, hier Video. Hier würde ich euch empfehlen, auch 720p zu nehmen. Ich nehme es halt gerade nur in Dings. 2560 mal 144 auf, weil das ja gerade halt wegen meinem Monitor so ist. So funktioniert es besser. Hier könnt ihr noch irgendwelche Hotkeys setzen. Also wenn Streaming starten, Streaming stoppen. Und es wären dann so alle Funktionen. Also das Wichtigste ist einfach, dass ihr es hier habt. Dass ihr unter Ausgabe, dass ihr bei Streamen einfach hier ein Viertel von eurer Upload Rate nimmt. Weil sonst kriegt ihr Probleme. Wenn ihr Pech habt und das will halt niemand. Und ja, so viel besser wird es jetzt auch nicht, wenn ihr 20.000 Upload Rate eingibt. Das macht halt keinen Sinn. Und das wären halt jetzt so die wichtigsten Einstellungen. Und wenn ihr dann Streaming starten wollt, dann geht ihr einfach hier drauf. Und dann könnt ihr in dem Browserfenster, wo ihr gerade eben alles geschaut habt, wird euch angezeigt, wie gut es läuft. Also wenn es grün ist, dann läuft es gut. So gelb eher schlecht und rot funktioniert halt gar nicht. Und hier wird euch dann angezeigt, wie viele Frames verworfen werden, wie viele FPS ihr habt und so weiter. Und ich hoffe mal, das hat euch geholfen, das Tutorial. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ihr den Chat einblendet und so Abonnentennachrichten macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!